Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Diesel Dad Video auf meinem Kanal. Ich bin gerade mit dieser Mama unterwegs nach Südtirol, wo sie Radfahren will und ich in meinem Buch schreiben. Und mache hier gerade, nachdem wir endlich mal wieder Tesla fahren, die interessante Bemerkung, dass natürlich in den Bergen das Tesla-Fahren noch mal eine ganz eigene Geschichte ist, weil es ja sehr stark hoch und runter geht. Und deswegen habe ich mich eben entschlossen, daraus ein kleines Vlog-Video für euch zu machen. Wie reagiert der Tesla und vor allem das Energiemanagement in den Bergen? Noch ein Wort zum Thema Platzbedarf. Ihr seht es da hinten schon. Da schön eingepackt ist dieses Fahrrad. Das Fahrrad von dieser Mama. Und wie man deutlich sehen kann, daneben ist sogar noch ein Platz frei. Und dann denkt man, man hat ja noch Gepäck, aber wir haben ja sowohl vorne einen Frunk als auch unter dem Fahrrad einen Kofferraum. Da ist mein Koffer drin, oder? Ich weiß nicht mehr, was in der Tasche ist, aber da ist noch eine Tasche drin. Also ein Koffer und eine Tasche sind schon mal unterm Boden, Fahrrad drauf und immer noch genügend Platz. Also ich glaube, zu dritt mit einem Fahrrad könnte man auf jeden Fall verreisen. Wir sind jetzt von der Autobahn abgefahren und ich habe mir mal hier das Ansteckmikrofon gemacht, weil, wie ihr ja wisst, das Model 3 ist ein super Auto, ein schönes Auto, aber es ist nicht unbedingt ein leises Auto und so versteht ihr mich jetzt besser. Allerdings auch, weil wir jetzt natürlich gerade viel langsamer fahren. Die Autobahn hatte uns vorher wieder auf 736 Meter runtergeführt. Unser Ziel liegt ja auf 1430 Meter Umgrat, glaube ich. Wir haben also noch 50 Kilometer zu fahren und im Energiemanagement kann man ja die letzten 50 Kilometer sich dann genau anzeigen lassen. Wenn wir da sind, kann ich einfach die letzten 50 Kilometer ansehen und wir sehen, was für einen Energieverbrauch wir in diesen 50 Kilometern gehabt haben. Wir sehen, wie viele Höhenmeter wir in den letzten 50 Kilometern gemacht haben und können es dann wunderbar ausrechnen. Jetzt beginnt der Aufstieg, pünktlich 50 Kilometer vor unserem Ziel. Dann sehen wir uns wieder und ich schaue mal, wie sich hier der Ladestand entwickelt. 393 Kilometer ist unsere aktuelle Reichweite und dann können wir uns das gleich ziemlich gut anschauen. Wir sind jetzt zwar 24 Kilometer weiter, aber immer noch bei 818 Höhenmetern. Das heißt, wir haben uns ein bisschen mehr seitwärts bewegt, haben hier auch relativ bescheidene 13,4 Kilowattstunden auf 100 verbraucht. Biegen jetzt hier vom Bustertal ab, sagen hier dem Fluss Tschüss und nehmen stark an, dass die 600 Höhenmeter, die es jetzt zu gewinnen gibt, jetzt anfangen. Deswegen werde ich gleich nochmal den Trip auf Null stellen. Und zwar dann, wenn wir noch genau 25 Kilometer haben, dann können wir das vergleichen, den Verbrauch. Wir haben jetzt also 13,4 verbraucht auf die letzten 25 und jetzt geht es dann hoch von 808 Metern bis zu unserem Ziel. So, da bin ich wieder. Es ist der nächste Tag und inzwischen sitze ich am Steuer. Falls ihr euch nachher wundert, dass jetzt nicht mehr Kilometer als Reichweite angegeben werden, sondern Prozent, das liegt daran, weil man das eben einstellen kann und diese Mama sieht lieber Kilometer und ich fühle mich wohler mit Prozent und das wird dann praktisch automatisch, wenn man hier das Auto umstellt. Also so sitzt zum Beispiel diese Mama, da sieht man dann Kilometer und wenn ich dann auf mich umschalte, wird der Sitz für mich eingerichtet und die Außenspiegel und ich sehe die Prozente. Auf dem ersten Abschnitt der Fahrt, den ersten 25 Kilometern, wo wir von 720 nur auf 800 Meter hochgeklettert sind, haben wir ungefähr 14 Kilowattstunden auf 100 verbraucht und im zweiten Teil der Fahrt dann, wo es hochging, bis auf 1434 Metern, 600 Meter Steigung auf 25 Kilometer, da haben wir dann deutlich mehr verbraucht. Auf dem letzten Teilstück am allermeisten. Die letzten 10 Kilometer waren die steilsten und wir haben eben am Schluss bis zu 28 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht. Auch entsprechend halbiert sich dann natürlich die Reichweite. Da kann einem dann, wenn man so ein Auto hat, was nicht so eine große Batterie hat, vielleicht auch mal ein bisschen mulmig werden. Der Vorteil ist ja, wenn man oben ist, kann man wieder runterrollen. Man hat dann einen negativen Verbrauch. Und deswegen möchte ich jetzt gerade noch einen kleinen Test machen. Und zwar ist diese Mama mit dem Fahrrad unterwegs. Und sie fährt hier eine schöne Runde schon den ganzen Tag. Und ich fahre jetzt hoch aufs Grödner Joch, wo ich sie treffe. Das Grödner Joch ist auf einer Höhe von 2121 Metern. Ich habe jetzt 60% Reichweite, steige dann hoch auf diesen Pass, schaue mir an, wie der Verbrauch war und dann drehe ich um und fahre wieder genau die gleiche Strecke zurück und dann können wir am Schluss sehen, wie eigentlich netto betrachtet der Verbrauch ist. Da nehme ich euch jetzt mit. Ich glaube, das gibt auch noch ein paar ganz schöne Blicke. Bis gleich.
Jetzt das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Wow, in 20 Minuten bin ich hier hochgeklettert. Schaut euch mal diese Aussicht an. Ich werde euch da sicher gleich noch ein bisschen mitnehmen und ein paar Bilder und Eindrücke von hier oben zeigen. Aber uns geht es ja natürlich um die nackten Zahlen und um die Daten. Gut 2110 Meter zeigt hier der Höhenmesser. Und wenn ihr hier mal einen Blick auf den Verbrauch werft, dann seht ihr, dass diese Kletterpartie ganz schön anstrengend war fürs Model 3. Da geht doch die Kurve extrem hoch. Eine Reichweite von 86 Kilometern haben wir jetzt plötzlich nur noch. Und einen Verbrauch von durchschnittlich 43 Kilowatt. Stunden auf 100. Also der typische normale Verbrauch wäre bei 15, 16 und wir haben jetzt hier natürlich alles gegeben. Was man zum Fahren selber sagen muss, es ist völlig mühelos. Bei 53% steht jetzt der Akku. Ja, und ich werde mich jetzt hier ein bisschen aufhalten, nachher diese Mama treffen und euch dann wieder berichten, wenn es runtergeht, exakt dieselbe Strecke in die andere Richtung und dann schauen wir mal, was der Energiemesser dann ausspuckt. Diese Mama hat es geschafft, einen weiten Radweg hierher gefahren über mehrere Pässe. Ich habe faul hier in der Sonne gechillt, ein bisschen Kuchen gegessen, einen kleinen Spaziergang gemacht, an meinem Buch Willkommen in Neuland geschrieben und mache mich jetzt wieder auf den Weg zurück. Der Verbrauch steht immer noch bei 53%. Den Trip setze ich jetzt zurück und dann bin ich gespannt, wie unsere Verbrauchskurve aussieht, wenn ich wieder unten angekommen bin nach 14,1 Kilometern. Auf geht's! Ich bin wieder zurück am Ausgangspunkt. Ich habe insgesamt, das ist vielleicht noch ganz interessant, genau viermal gebremst bei 180 Grad Kehren. Ansonsten habe ich auf dieser ganzen Strecke nicht gebremst. So, schauen wir uns mal die Energiebilanz an. Zwischendurch hatte ich mal gespickt. Wir hatten am Ende des Berges, dann kommt ja wieder so eine Strecke, die geradeaus geht, hatte ich teilweise minus 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht. Jetzt ist die Bilanz der Rückfahrt wie folgt. 14,1 Kilometer war auch die Rückfahrt lang. Wir haben 25 Minuten für die Rückfahrt gebraucht und die Bilanz ist minus 11,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer war unser Verbrauch, also ein negativer Verbrauch. Ihr seht das auch, wenn ihr hier auf dieses beeindruckende Bild meiner gesamten Tour schaut. Da seht ihr hier den ersten großen Berg, der bis 500 Wattstunden hochgeht und dann die ganze Abfahrt, die praktisch im grünen Bereich ist, wo ich Energie wieder einsammle und dann den letzten Abschnitt, wo ich dann einigermaßen eben noch die letzten 4-5 Kilometer nach Hause gefahren bin. Die Reichweite ist auch wieder hochgegangen auf 363 Kilometer. Und wenn ich mir jetzt die Auswertung des Gesamttrips anschaue, dann seht ihr hier folgerichtig 28,3 Kilometer. Insgesamt ein Verbrauch von 4 Kilowattstunden. Nach der Hinfahrt hatten wir 5 Kilowattstunden verbraucht. Das heißt, die Rückfahrt hat uns wieder eine zurückgeschenkt. Und der durchschnittliche Verbrauch auf der gesamten Tour liegt jetzt bei 13,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und das ist ein sehr guter Durchschnitt, der vielleicht auch so ein bisschen der Geschwindigkeit entspricht. Das war so 45 bis 50 Stundenkilometer, die ich gefahren bin, manchmal sogar noch etwas langsamer. Das ist mein kleiner Versuch gewesen zum Thema Rekuperation und Model 3 in den Bergen. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniert gerne meinen Kanal, liked dieses Video und kommentiert unten vielleicht auch, was für weitere Ideen ihr für Videos habt. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei und grüße euch herzlich, euer Dieser Dad.